So, hallo Leute und willkommen zurück zum zweiten Teil von Ranch Sim, einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Ich packe euch die Playlist, falls ihr die erste Folge verpasst habt, natürlich unten mit in die Videobeschreibung rein. Und ja, wir verfolgen nach wie vor unser Tutorial. Wir sind jetzt zurückgekommen, waren an der Tankstelle, haben vollgetankt, waren im Laden und haben hier ein bisschen eingekauft. Ihr seht es hier hinten auf der Ladefläche. Und das gilt jetzt entsprechend weiter zu verfolgen. Wir waren auch im Autohaus, haben uns ein Radio einbauen lassen in unser Auto und so weiter. Also, ja, läuft, ne? So typische Arbeiten als Ranchbesitzer eben. So, pass auf, was will das Spiel jetzt von uns? Huhn, Hühner herausgeholt. Okay, pass auf, ich nehme dich mal. Finde einen Sack Getreide. Was? Haben wir doch gekauft. Was? Ach, der liegt da hinten. Wahrscheinlich habe ich hier irgendwo einen. Hätte ich gar keinen kaufen brauchen. Ich muss dich mal kurz hier ablassen. Ich hoffe, du haust nicht ab. Pass mal auf. Getreide. Soll wohl hier sein. Im Kühlschrank, okay. Aufnehmen. Und da hinten soll es hin. Denn mit dem Ding hier. Was? Achso, abstellen. Und jetzt kann ich es ausschütten mit E. Okay, alles klar. So, was will er jetzt? Finde den Eimer und den Wassertank. Eimer gefunden, Wassertank gefunden. Mal auf, dann gehen wir mal. Pass mal auf, damit du hier nicht wegläufst, ne? Mal her. Anni und Nanni haben wir sie getauft, ne? Pass auf. Was haben wir denn? Zereim. Sacht, ne? Ist der erste Punkt hier. Nehmen. Wassertank gefunden. Ja, haben wir hier, ne? Ein Wassertank. Und jetzt soll ich den nehmen? Was? Habe ich den gefunden? Wassertank an einem beliebigen Ort aufstellen? Ja, dann. Hör mal auf. Dann muss ich das irgendwie. Ach so. So, haben wir aufgestellt. Eimer mit Wasser. Ausgestellt. Was? Jetzt ist hier grün. Installieren E. Abgeschlossen. Okay, das war jetzt mehr Zufall. Fütter das Huhn. Ist das für das Huhn? Einmal muss ich den Eimer ja mitnehmen. Moment. Dann müssen wir das wahrscheinlich hier drüben hinstellen zum Futter. Kann das sein? Ich stelle das mal hier mit hin. So. Dann holen wir auch noch den Wassertank schnell da hinten, dass das nachfüllt. Scheint automatisch zu gehen. Nimm mal mit den Koffer hier. So. Wie rennt. Okay, es regnet immer noch. So, jetzt platzieren wir das hier. Nehmen das noch einmal und platzieren das hier. So, jetzt ist das verbunden miteinander. Und Essen habt ihr hier. Alles klar, was müssen wir machen? Rasenmäher finden. Rasenmäher. So. Ah. Ah, da steht. Oh, so ein Aufsitzding. Das ist ja gut. Schön. Anmachen. Mit F. Oh yeah. Bäm. Ich bin schon so ein Larry, oder? Vor allem dieser lebensbejahende Gesichtsausdruck, ja. Oh, der mäht hier tatsächlich schon. Wo muss ich hier? Bäume gefällt und Hindernisse entfernt. Rasen gemäht. Ach, da hinten ist jetzt was entstanden. Ich muss hier wohl Rasen mähen. Geht's. Um den Baum rumfahren oder was hier? Hier ist noch was. Gut. Sieht aus, als wäre es fertig, oder? Ja, es leuchtet sogar links oben jetzt. Okay, also im Tutorial meine ich, ne? Baumfällen. Wie geht das? Wie wähle ich denn meine Axt überhaupt aus? Mausrad geht nix. Was war denn hier? Bauen. Schießen. Hand. Abreißen. Soll ich den Baum abreißen? Das kann ich abreißen. Das hier nicht aufräumen scheinbar. Hier sieht's auch aus wie Sau. Was ist denn hier los? Machen wir das hier noch schnell weg. Und das? So.
Straße zumindest mal sauber. Wie fäll ich denn einen Baum? Geht nicht. Mal nochmal die Hand. Ja, mir fällt nichts ein dazu. Gehen wir einfach mal. Ah. Baum zu sägen mit E? Okay. Ein Schlag. Stall gebaut? Was? Baue einen Stall. Verwende die Bauoption. Was mache ich jetzt mit dem Baum hier? Kann ich den noch kleiner machen? Oh, das geht ja easy. Easy peasy. So, da liegt auch schon ein Baumstamm. Kann ich den... Ah, warte mal. Hier. Ja, sehr gut. Komm. So viel Ordnung muss schon sein, ne? Auf der Ranch. Wenn wir das hier mal ein bisschen sortiert bekommen. Die werden wir ja auch bald brauchen, denke ich. Vielleicht sogar jetzt für den Stall als Holz dann, oder was? Könnte ich mir vorstellen. Die auch stapeln? Oh. Hallo? Weil der Hunk. Kann ich auch noch? Hier liegt auch noch einer, guck. Den oben drauf. So. Schön Stapel gebaut. Ziemlich gut. So. Hier müssen wir jetzt scheinbar ins Baumenü. Das wäre dann hier. Ah. Was ist denn das jetzt hier? Ach so. Ach, überall, wo ich bauen kann, wird mir das angezeigt, sobald ich ins Baumenü gehe. Und ich soll aber jetzt hier einen Stall bauen. Dann gehen wir nochmal hin. Halte E gedrückt für bauen. E? Ach, Gebäude wählen mit einem Mausrad. Mittlerer Hühnerstall. Kleiner Hühnerstall. Für wie viele Hühner geht denn der? Für 3 Hühner. Für 8 Hühner. Wie viel Geld habe ich? 314. Der scheint mir fast ein bisschen teuer. Ich habe auch nur 2 Hühner. Ja, komm. Dann nehmen wir da jetzt mal... Gibt's noch? 250 und nur die 2. Okay. Ja, dann nehmen wir den kleinen, ne? Wir haben nicht viel Kohle im Moment. Ist abgeschlossen. Er hat das Stall gebaut. So. Haus abreißen? Was? Ernsthaft? Boden, erster Stock, Erdgeschoss. Ich muss das Ding... Dieses Haus ist nicht mehr zu reparieren. Reißen wir es ab? Jawohl. Guter Mann. Das machen wir. So, jetzt möchte ich doch erstmal gucken hier schnell. Ne? Anni und Nanni. Nimm mal die Hand. Aufmachen. Okay. Hier ist dann Futter. Jetzt holen wir mal die 2. Am Schlawittchen gepackt hier. Schlupp. Hey, ich weiß gleich, wo sie wohnt hier. Auch nicht. Okay. Holen wir noch das... Das andere Hühnchen. Ich weiß nicht, ob die abhauen oder was. Also hier ist Futter, Getränke, Ball. Klappen. So, dann haben wir hier den Korb. Den stellen wir mal daneben. Den wollen wir vielleicht für Eier dann irgendwann mal brauchen. Eierkorb. Das. So, hier haben wir noch Nachfüllfutter. Gehen wir mal hier hin. Und den Tank. Lass ich mal drauf. Da weiß ich aktuell ja noch gar nicht, wohin mit. Und den jetzt neben das, den Hühnerstall zu stellen, wäre, glaube ich, ein bisschen Quatsch. Okay, Leute, dann pass auf. Jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir das Ding hier abreißen. Dachboden abreißen. Ja, wie mache ich denn das? So, warte mal. Das war doch abreißen. Ah ja. Ja gut, dann würde ich sagen, ich gehe mal nach oben, ne? Weil dann fange ich ja oben an, wenn... Kinder. Einfach drücken? Blub. Bäm. Jawohl. Sehr gut. Wo ging es denn hier hoch dahin? Ich fange mal oben an. Aber die ganzen Tapeten und so. Muss ich alles einzeln abreißen scheinen. Was? Die Tapete. Dann die Wand, dann den Türstock. Okay, also es gibt eine Reihenfolge, wie du es abnehmen musst. Ich fange oben an, ne? Weil sonst komme ich da ja nicht mehr hin. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wenn ich unten wegreiß, fällt dann oben ein. Will ich sein. Ja? Oh ja! Oh, Hilfe! Aber wenn ich... das oben dann wegfällt.
Wenn ich unten einreiß, dann kann ich eigentlich auch unten anfangen, ne? Weiß ich jetzt allerdings nicht. Ich mache jetzt einfach mal so weit. Ja? Also wir können natürlich auch, wenn das jetzt halt hier in verschiedenen Bereichen irgendwelche Längen annimmt oder so, dann würde ich tatsächlich mal ein bisschen einen Schnitt ansetzen auch und sagen, pass auf, ich reiß das Haus mal ab, so nach dem Motto, und melde mich dann kurz, bevor ich fertig bin oder so, ja, damit es nicht irgendwelche langweiligen Längen einfach gibt. Oder war die Kiste von Opi? So Leute, jetzt hole ich euch mal wieder mit dazu. Ich habe tatsächlich jetzt ja, den Dachboden, den ersten Stock weggerissen. Bin jetzt hier im Erdgeschoss angekommen, habe jetzt hier noch ein paar Wände stehen. Und also du musst echt jede Lampe, jede Tapete einzeln wegreißen. Und es ist etwas zeitaufwendig. Deswegen war es ganz gut, hier einen kleinen Schnitt anzusetzen. Weil das doch jetzt, ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder was, ja, bis sie da beschäftigt, bis die ganzen Wände erstmal weg sind. Ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt hier vielleicht noch dauert. Ich dachte mir nur, ich steige jetzt hier mal mit ein, weil da ist jetzt noch ein bisschen was zu machen. Aber eventuell relativ schnell dann doch zu Ende. Und ich möchte den Zeitpunkt nicht verpassen. Nicht, dass ihr das nicht mitbekommt, wenn wir hier auf einmal fertig sind. So, pass auf, hier mal noch. Was ist mit dem Huhn los? Hallo? Huhn? Was ist mit dir los? Bewegt sie nicht mehr? Mein Gott. Ja, werden wir sehen. Also pass auf, was ist hier noch weg? Was ist das hier? Okay, jetzt ist der Boden noch weg. Oh, das ging aber schnell. Wow, $600 bekommen. Reise das alte Haus ab. So, okay. Oh, und weg ist es. Was ist denn jetzt mit meinem Huhn hier los? Das steht unter Schock. Das steht hier tatsächlich unter Schock. Auf, ich nehme mal meine Hände in die Hand. Nehme das Huhn. Ist eingeschlafen oder was? Tatsächlich, das andere sitzt da auch einfach nur rum. Hallo? Lebt ihr noch? Ich denke ja. So. Einmal hier, einmal da. Es ist halt auch schon gleich 12 Uhr nachts, also Mitternacht. Und die Hühner müssen vielleicht wirklich in den Stall am Abend, sonst schlafen die an Ort und Stelle ein, wo sie vielleicht gerade sind. Ich weiß es nicht. So, ihr seht's, ne? Also es ist wirklich schon spät jetzt. Warte mal, hier liegt auch noch ein bisschen Schrott rum, den würde ich gerade auch noch abbauen wollen. Nehmen wir den hier noch weg und den. So, und jetzt ist die Fläche hier eigentlich frei, ne? Dann, pass auf, dann lege ich mich jetzt auch selbst mal hin in unserem Zelt und speichere auch mal noch. So, speichern mit R. Hafen mit E. Damit wir wieder fit sind, wenn wir jetzt gleich das Fundament setzen müssen. Ne? Ich habe es gerade gelesen. Das ist also quasi, da ist er wieder. Ist er nicht süß? So, einmal aufstehen. Es regnet immer noch. Mach die Lampe aus, Kollege. Es ist hell. So, jetzt schauen wir nochmal. Jetzt haben wir gerade alles gar nicht mehr so richtig gesehen. Gut aus, ne? Das sieht gut aus. Das passt so. Ne? Lassen wir alles, wie es ist. Müssen wir nichts mehr wegnehmen. Die Hühner sind scheinbar auch wieder wach. Guck mal, sie leben. Was ist denn los mit Eiern und so? Kommt da mal irgendwann was oder wie? Legt ihr die gleich in den Korb? Nö, natürlich nicht. Okay, ist klar. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich würde jetzt sagen, wir brauchen ein Fundament, ne? Hat er gesagt. Baue das Fundament des Hauses über das Aktionsrad. Da gehen wir mal auf Bauen. Oh ja, guck mal, jetzt haben wir hier auch den Zaun außenrum. Wir drehen mal am Rad. Sonderangebot, Retro Farmhaus, nicht verfügbar. Wow. Diesen Dingern. Wahnsinn. Okay, nicht verfügbar, nicht für. Na super. Alles nicht verfügbar. Was ist das für ein Riesending? Nicht verfügbar. Ja, was ist denn verfügbar? Gibt's hier. Hier, guck mal, Farmhaus. Fertigbau 2. Gibt es noch andere? Gibt nur eines. Tatsache. Guck mal. Es gibt nur dieses eine Farmhaus. Wir haben 814, es kostet 500. Okay, ich halte E gedrückt. Boom. So. Jetzt haben wir hier quasi die Möglichkeit. Ja, wir haben diese Blaupause. Und jetzt ist die Frage, nimm den Kanister. Er sagt hier Holzverarbeitung. Nimm den Kanister. Was? Mal den Hammer weg. So. Kanister genommen. Den könnte ich jetzt hier ansetzen zum Nachtanken. Das wollen wir aber nicht. Fischsäge auftanken.
Das ist rot. Ja, also da unten scheint. Mal hinsprinten. Noch ein Gebäude, ja. Was haben wir hier? Was haben wir denn da? Die Tischsäge. Da müssen wir den Generator auftanken. Drücke I. Okay, haben wir aufgefüllt. Dann nimm das Ding mal. Hier abstellen. Warum läuft der jetzt hier? Ach, ausschalten, Moment. Okay, ist klar. So, Tischsäge aufgetankt. Holzstamm genommen. Holzstamm genommen. Habe ich hier oben liegen? Muss ich da jetzt die Holzstämme hier runtertragen oder was? Hier irgendwo was? Holzstamm. Tatsächlich 31 Meter. Ich muss den da oben holen. Ja. Was? Ah! Er liegt halt außen! So, Holzstamm, okay. Yay! Juhu! Okay, Holzstamm verarbeiten. E. Blub. Jetzt? Achso, warte mal. Mach mal anders das Ding. Jetzt. Oh yeah. Da fliegen die Fetzen. Und jetzt? Kommen Bretter raus, oder was? Tatsächlich. Holzplanke genommen. Hausbau. Okay, Holzplanke nehmen. Dann mehr nehmen. Zwei Stück. Holzplanke einfügen. Jetzt muss ich zu meinem Haus latschen. Muss ich die alle da hochtragen? Ich glaube, das dauert einen Moment. Wir fangen mal mit der Treppe an. Einsetzen E. Braucht ein Brett. Und hier so ein Feld braucht ein Brett. Okay, Haus gebaut heißt es. Jetzt baue ein Haus. Das heißt, ich muss diesen ganzen Vorgang jetzt ständig wiederholen. Jetzt ist halt die Frage, kann ich solche Bretter auch auf mein Auto draufpacken? Wie das? Nehmen wir das Auto mal mit. Und es wäre natürlich nicht schlecht. Ich habe ja hier gerade schon einiges an Baumstämme. Kann ich das platzieren? Ins Auto steigen. Das hier nicht reinlegen scheint. Hier das Objekt. Rot, deswegen lässt er nicht. Boah, muss ich die echt alle einzeln runtertragen? Scheinbar, ne? Also hier kriege ich nichts drauf. Und auch so kann ich nur ins Auto steigen. Okay. Da nützt nichts, ne? Und kann ich mehrere Baumstämme tragen? Oder bin ich ein Lappen? Lappen. Hilft nix! Und nun müssen wir noch mal ein bisschen schnippeln, ne? Wenn ich jetzt 20 Mal hin und her latschen muss, dann weiß ich nicht, ob das so spannend ist. Oh, der ist noch an. So, aber pass mal auf, ich kann doch hier auch einen Baum einfach fällen, oder? Geht das? Ja, das geht. Ein Schlag und das Ding fällt um. Er backt hier im Boden fest. Ah, dann kommen halt nur zwei. Aber immer noch besser ist ständig hochlatschen, ne? Was passiert denn jetzt mit den Brettern? Die schiebt er einfach runter. Und die liegen wieder oben. Okay, alles klar. Ne? Das funktioniert ja schon mal. So, nehmen wir mit hier. Zack. Nächsten Fällen. Ein bisschen Frequenz jetzt hier. Und dann nieten wir hier ein paar Bäume um und machen Bretter. Cool. Tun wir. So, und ich setze hier aber trotzdem jetzt mal den nächsten Schnitt an. Ich mache, im wahrsten Sinne, ich hole euch wieder dazu, wenn ich soweit bin, ja, also sprich am Haus oben, wenn wir kurz vor der Fertigstellung sind oder wenn zwischendurch natürlich irgendwas Spannendes ist, dann nehme ich euch natürlich wieder mit rein. Bis gleich. So Leute, da bin ich nochmal zurück, denn ich habe Folgendes entdeckt und zwar, ich wollte jetzt versuchen, kann ich die Bretter drauflegen und so und es geht halt nicht, ja, dachte ich, aber ich kann hier hinten die Heckklappe öffnen und wenn ich das tue, dann, guck mal, ja,
Das heißt, ich kann hier schon Bretter draufpacken. Und deswegen fahre ich jetzt gleich mit dem Auto runter. Ich wollte euch das nur schnell zeigen. Weil das ja doch was ist, was den einen oder anderen sicherlich interessiert. Ja? Wie kann ich die Dinger vielleicht schneller transportieren? Und deswegen fahre ich jetzt da mit dem Auto runter. Und lade. Gucken, gibt es hier einen vernünftigen Weg? Ja, ne? Ja, da ist er doch. Wir fahren jetzt hier einfach mal querfeld ein. Und laden die Bretter, die ich schon geschnitten habe. Hier in die Karre. Da reinfahren, ja, ne? Okay. Einmal aussteigen. Ich kann immer drei Stück auch tragen. Das wäre vielleicht auch interessant. So, und wie sieht das jetzt aus? Wie viel kann ich denn da... Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Kann ich noch mehr drauf tun? Tatsächlich. Ups. Na. Wow, das kann ich ja richtig gut stapeln hier. Das ist ja gut. Oh. Okay. Schauen wir mal. Aber hier, wenn wir den Berg raufdüsen, ob das hinten rausfällt? Aber nicht, oder? Oh, das hält das aus. Ah, es schiebt schon ein bisschen nach links und rechts, ne? Aber das ist natürlich cool. Okay, alles klar, Leute. Ich baue mal hier noch ein bisschen weiter, ne? Bis gleich. So, Leute, schaut mal. Jetzt haben wir hier schon fast das Haus soweit vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich schon dem Ende zu neigt. Denn ich habe ja gesagt, ich hole euch da auf jeden Fall dann mit dazu. Hier, Moment, da fehlt doch noch was. Ja, wir gehen hoch. Einmal die Seite. Einmal hier. Okay, was ist noch? Was fehlt? Hm. War nichts mehr. Was ist denn hier noch blau? Noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Was ist los? Warum geht das nicht? Oh! Ich muss einfach nur raus. Guck mal, Quest abgeschlossen. Wow, wir haben 1000... Ja, da freust du dich, ne, Honey? Okay, wo ist denn Nanny? Okay, legt ein Ei, alles klar. So, was steht jetzt hier? Völlige Freiheit, Glückwunsch. Du hast die Einführungsquests abgeschlossen und beherrschst nun die Grundlagen. Du kannst jetzt die Welt erkunden, zusätzliche Gebäude bauen, Tiere kaufen und züchten, neue Fahrzeuge erwerben, auf die Jagd gehen und deine Ranch erweitern. Weitere Details findest du im Glossar. Es ist Zeit, dein Gehöft zu einer florierenden Ranch auszubauen. Viel Glück. Hey, sieht ganz gut aus, das Bild, ne? Bin ich aber noch weit von entfernt. Okay, das ist es, ne? Steht unser Haus, unsere Ranch wird langsam wachsen. So, wir haben sogar noch Bretter übrig. Also das ist tatsächlich die Fuhre, die ich gerade hergefahren habe. Damit ihr auch ein bisschen Gefühl bekommt, was für, wie viele Bretter habe ich denn da jetzt verbaut. Jetzt wollte ich mal noch eines testen. Kann ich auf diesen auf der Ladefläche auch die Dinger jetzt bauen? Kann ich die auch drauflegen jetzt? Ah, geht auch. Okay. Guck. Alles klar. Also einfach hinten die Laderampe, die Heckklappe aufmachen. Und dann kannst du die langen Teile hier quasi reinlegen. Das ist doch cool. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde circa angekommen. Je nachdem, wie viel ich da jetzt rausschneide mit den Längen. Aber ich glaube, so viel war es gar nicht. Das war einfach beim Abriss jetzt halt des alten Gebäudes und beim Aufbau jetzt halt vom neuen. Da werde ich ein bisschen was rausschneiden, weil wie gesagt, da waren die Längen jetzt doch relativ vorhanden. Und dann würde ich sagen, in der dritten Folge gehen wir das erste Mal ins Haus rein, schauen uns drinnen um. Und ja, dann müssen wir mal gucken, was Hani und Nani so machen. Legen die irgendwann mal ein Ei? Wir werden sehen. Getränke sind noch da. Oh, hier. Guck mal. Ei. Gibt mitten in der Prärie? Ja, spinnig. Leg doch das bitte ins Nest, sonst muss ich hier meinen ganzen Weg hier ablaufen. Hineinlegen eh. Wir haben das erste Ei. Juhu, wie schön. Alles klar. So, Leute, wenn es euch gefällt, lasst mir ein Däumchen da. Gerne auch Feedback, wie euch das Spiel gefällt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bin raus. Ciao, ciao.